So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Und ich habe mal kurz ein bisschen von der Fahrt uns weggenommen. Praktisch das, was halt noch gekommen wäre. Diesen Großteil des Weges habe ich jetzt einfach noch weiterlaufen lassen und jetzt erst dann angefangen aufzunehmen. Es spart irgendwie ein bisschen was, ne? So, ich würde sagen, wir nehmen einmal zwei Körnchen mit runter, dass wir die Hühnchen wieder vermehren. Also auch wenn wir dann nicht hier sind, aber zumindest haben wir dann für den Fall des Falles vier. Warum bist du hier? Was zur Hölle? Wie ist es hier raufgekommen? Muss ich das verstehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte, das geht nicht bei Hühnern. Dass die irgendwo rauf können. War das nicht so? Okay, krass. Das ist heftig. Naja. Lassen wir den Stein mal hier, würde ich sagen. Genau, Erde können wir auch hier lassen. Die braucht eh kein Mensch. Und dann nehmen wir alles hier an Stein mit. Damit sollten wir wohl eine ganze Ecke hinkommen. Oh, sehr schön. Wenn man sich überlegt, wie viel Steine das sind, dass man die eigentlich gar nicht tragen könnte. Aber hey, egal. Wir sind im Spiel, von daher ist das in Ordnung. Und so hat diese komischen fiesen Dorfbewohner kommen nicht. Die hier die ganze Zeit rumlungern. So. Da wir nicht so schnell wiederkommen, werde ich trotz, dass ich das nicht so toll finde, hier einfach mal so ein... Na, warte mal, das können wir auch hier lassen. Das braucht auch keiner. Und das auch nicht. Nehmen wir nur das mit, dass wir ein bisschen Holz haben. Werde ich die Diamanten mitnehmen. Den Lapis Lazuli. Und einmal Redstone. Oh, Quarz. Okay, den Quarz nehmen wir auch mit. Habe ich hier noch irgendwas? Erfahrungsfläschchen, das können wir mal trinken. Beziehungsweise gegen die Wand werfen. Das funktioniert auch. Ja, wir sollten eigentlich auch die Wolle mitnehmen. Wir haben da schon schön viel von. Machen wir auch mal. Dann lassen wir die Stufen hier, die braucht auch keiner. Oh, Mist. Und dann nehmen wir hier die Wolle mit. Gut, das bisschen Holz lassen wir auch hier. Für den Fall des Falles, dass man wieder neu anfangen kann. Netherrack brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die Tonklumpen, genau. Den Rest, den kriegen wir auch so zusammen. Das ist nicht das Thema. Sehr schön. Damit sollten wir es eigentlich zurückschaffen. Und gib ihm. Das nächste Mal schreibe ich mir so wie früher die Startkoordinaten auf, dass man für den Fall des Falles so einen Notfallpunkt hat. Ja, einfach, dass man sich so ein bisschen orientieren kann, falls irgendwas schief laufen sollte. Wobei ich finde, das nimmt einem dann auch so ein bisschen was weg, ne? Dieses Abenteuer. Weil dieses sich verirren und vielleicht nicht mehr so direkt nach Hause zu finden, dabei irgendwas anderes zu finden, macht ja schon irgendwie Laune, ne? Also geht mir zumindest so. So. Ich glaube, hier muss irgendwie eine Chunk-Grenze sein, dass er da entsprechend so viel Pause macht, dass er das nachladen muss. Sehr schön. Okay. Warte kurz. So. Wunderbechenhaft. Damit kann ich leben. Wir müssen halt nur schauen, dass wir
Boah, ist das weit weg, ey. Ich bin schon überlegen, wie ich wieder nach unten komme. Das Problem ist, nach oben bauen ist ja kein Thema, ne? Aber nach unten bauen, eigentlich am besten, wenn irgendwie so ein größerer Baum, so wie hier jetzt rechts da, der eben so neben uns steht, dass man dann entsprechend das macht. Ich glaube, das funktioniert dann am besten. Cool, ne? Mit diesem, ja, keine Ahnung, Seegras oder was das da sein soll, ne? Wie das da unten im Wasser hochragt, wie so ein Unterwasserwald. Was ist das? Was schwimmt da? Ach so, ein Delfin ist das, okay. Ich dachte schon, es wäre einer von diesen Unterwasserleichen. Ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Unterwasserzombies, Unterwasserleichen. Schwierig. Aber da hinten ist dann noch dieses andere, genau. Ne, wir bleiben erstmal hier oben, ne? Wir machen erstmal diesen einen Weg und dann können wir wieder zurückgehen und den Weg breiter machen. Und dann geht das so nach und nach. Aber erstmal machen wir jetzt diesen einen Weg. Dann sind wir auch gleich am Festland. Beziehungsweise an der nächsten Landzunge. Puh, das dauert ganz schön. Und noch ein Block. Und noch ein Block. Da haben wir es. Wir müssen echt so viele Meter gelaufen sein, ne? Wahnsinn. Na ja, ich die auch schon geschafft, die Landzunge hier. Also wie hier, ne? Hier könnte man wieder nach unten gehen. Aber wir sehen, da vorne geht es erst richtig los. Ach, genau, da erinnere ich mich dran. Da sind wir hier irgendwie hochgekraxelt und dann da, glaube ich, runter, ne? War das nicht so? Na, ich lasse ihn das mal aufbauen. Naja, das sind irgendwie diese Berge. Da bietet sich natürlich auch an, dass wir bis dahin einfach weiter vorgehen und dann entsprechend dort unten auf dem Boden langlaufen, den restlichen Weg. Also wenn wir dann praktisch dort hinten sind, einmal die Nacht überspringen und dann wieder hier lang, dann müsste es passen, hoffe ich. So. Fackel setzen, zumindest hier mal an der Stelle. So ein bisschen weiter vorne. Das zumindest nicht in der unmittelbaren Umgebung spawnt. Wenn es denn gleich Nacht wird, weil ich würde jetzt eigentlich schon gerne irgendwie bis zu dem Berg kommen da hinten. Auch wenn das ziemlich heftig ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe schon eine Idee. Wir überspringen einfach die Nacht. Dann passt das. Es geht. Ich weiß auch schon, wie wir das machen, damit wir hier nicht runterfallen. So. Einmal drei breit machen. Nach, dass es immer so schleppend geht. So, dann machen wir es hier bei vier breit. Dass, wenn ich gleich aufstehe, ich nicht rausfalle. Genau, noch eine Fackel hin, hier eine. Und dann paar. Haben wir gar keine mehr. Okay, gut. Na, noch geht's nicht. Aber jetzt, sehr schön. Ach. Genau, sehr schön. Nochmal schnell
Ein paar Fackeln. Ja, deshalb sollte man halt immer Holz dabei haben, ne? Das war vielleicht ein bisschen viel, aber egal. Genug Fackeln kann man eh nie haben. So. Ja, das müssten wir eigentlich schaffen, hoffe ich. Also ich glaube zumindest, da unten sehe ich auch eine Fackel. Das heißt, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Zumindest von Steinen her sollte es nicht das Problem sein mit denen, die wir dabei haben. Das Problem ist eigentlich dann eher nur die Folgenlänge, ne? Die jetzt, glaube ich, schon wieder zu lang ist. Ja, die ganze Woche, wenn ich das so gerade mal so überlege. Ja, ich habe das jetzt alle gerade am Stück aufgenommen. Ich glaube, jetzt die Folgen für die ganze Woche waren relativ lang. Aber gut, passiert halt auch mal ein bisschen mehr, beziehungsweise kommt man besser voran. Oh, guck mal, ein Wölfchen. Ja, die ganze Zeit hier hin, ne? Das ist cool. Deshalb, wir brauchen unbedingt wieder einen. Definitiv. Puh, jetzt wäre ich fast runtergefallen, ey. Eieieiei. Ah, genau. Erst immer Shift gedrückt halten. Und weiter geht's. Oh. Wahnsinn, ey. Ja, aber zum Berg werden wir es definitiv nicht schaffen. Das ist viel, viel zu weit weg. Schade eigentlich. Ja gut, da werden wir sehen, wir können es ja zwischendrin immer mal so eine beleuchtete Plattform hier machen, so eine kleine schwebende Insel, wo wir entsprechend kurz nächtigen. Und dann geht das ja auch. Oh, das ist doch näher dran als gedacht, weil es nur so aussah. Und nur weil wir die ganze Zeit rückwärts laufen, sehen wir das gar nicht. Das glaube ich nicht. Wir gucken uns mal um. Nein, das ist noch ganz schön weit. Also hier ist jetzt erstmal dieses riesengroße Gewässer, wenn wir das so sehen. Ja. Das kann noch eine Weile dauern. Bis wir da dann entsprechend angekommen sind. Ich sag mal so ein Minecraft-Tag auf jeden Fall noch. Ja, und bei uns dann entsprechend erst nächste Woche. Weil so schnell geht das dann halt auch nicht. Mann. Ich sehe aber hier keine Fackel, ne? Da unten irgendwie. Jetzt sind wir es komplett rumgelaufen. Oder durchgefahren. Schwierig, wenn es schon so lange her ist, ne? Mann. Boah, so monoton, ne? Ich mag das eigentlich gar nicht. Ja, und dafür sind wir echt schon. Ja, gut, so weit weg ist das gar nicht mehr, ne? Man hat nur den Eindruck, das wäre weit weg. Hier so ein paar Fackeln hin jetzt erstmal. Wenigstens mal so ein paar halt, ne? Genau. Ein kurzer Rastpunkt hier. Ja, es, irgendwie fühlt man sich gleich wohler, wenn es zwei breit ist, bin ich der Meinung. Ob wir das jetzt noch schaffen? Versuchen wir es mal. Ich glaube, mit den 264er-Stacks, mit den einen, den wir jetzt eben angebrochen haben und den anderen, der noch ist da unten, sollten wir es wahrscheinlich schaffen. Also ich ziehe jetzt einfach die Folge mal so ein bisschen. Wenn die leer sind, machen wir Schluss. Aber ich bin der Meinung, wenn wir leer sind, sind wir auch dann da drüben angekommen. Oh, da ist aber viel Lava da unten. Guck mal, das ist wirklich so eine Unterwasserschlucht wahrscheinlich, ne? Krass. Heftig. Das sieht ja cool aus. Ja, das sieht man nur von hier oben, ne? Ja, weil sonst, wenn man mit einem Boot durchs Wasser fährt, dann achtet man nicht darauf, was da unten so ist, ne? Also zumindest ich nicht. Na, ja, sieht gut aus. Da unten sind die Fackeln, genau, dann sind wir da unten lang gegangen. Sehr schön.
Das Brot habe ich natürlich jetzt zurückgelassen, ne? Das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Gut, ist auch nicht so dramatisch. Schade, vielleicht so ein bisschen, aber geht. Okay, Hälfte des Stacks haben wir jetzt verbraucht. Ich brauch jemanden, der den Witz erzählt, ey. Ganz langweilig ist. Ja, ich würde sagen, hat gereicht, ne? Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch eins machen. Und zwar werde ich hier dafür sorgen, dass wir jetzt einfach mal hier ein bisschen Fackeln haben. Genau, dass hier schön beleuchtet ist, dass hier nichts passiert. Also zumindest hoffe ich das. Man kann es natürlich irgendwie nie ausschließen, ne? Das ist ja das Problem bei den Viechern. Hier kann immer irgendwo auf einer kleinen Zwischenebene ein spawnen und dann ist man weg. Na gut. Kann halt passieren, was soll's. So ist es halt, ne? In Minecraft. Ah, coole, sehr schön. Aber ich denke, wir haben das relativ gut und weitläufig hier ausgeleuchtet. Da sollte eigentlich nichts passieren. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, die Grundhelligkeit ist relativ hoch hier, denke ich. Gut, hier vielleicht nicht, aber hier. Und hier. So, das müsste passen. Denke ich mir jetzt mal so. Oder? Schwierig. Das sieht zumindest ganz gut aus. Dann kann ich ja halt hier lang gehen, ne? Tja, und da geht's irgendwo nach Hause. Stimmt, da ist dieses eine Schiff. Da waren wir auch drin, da bin ich der Meinung, ne? Ja. Ich glaube, ja. Ja, und dann könnte man jetzt hier wirklich nach unten gehen, ne? Indem man dann sagt, okay, wir buddeln uns da nicht hoch, sondern buddeln uns ein Stück runter. Damit wir weiter unten ankommen. Das wäre zumindest eine Idee. Also denke ich mir zumindest, ich weiß jetzt bloß nicht, wie weit, ne? Das hat echt so ein Problem. Ich glaube, ich muss ja trotzdem solche Fackeln setzen, sonst ist es zu dunkel. Ach, Mist, ey. Toll, ne? Dann hat man angefangen, dann möchte man auch gar nicht aufhören. Weil es gerade so viel Spaß macht. Ist das nicht ätzend? Ja, schon irgendwie. Oh Mann. So, ich glaube, dann könnten wir aber eigentlich hier. Ja, doch, eins gehe ich noch nach unten. Und dann halt geradeaus. Mal gucken. Okay, ne, das ist noch nicht weit genug anscheinend. Krass, wie weit man hier noch buddeln muss. Muss nicht gleich zu Ende sein, der Berg? Ja, oder wir sind jetzt zu tief. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber da müsst auf jeden Fall gleich Wasser eindringen. Ne, ist aber nicht. Sehr schön. Ja gut, dann kann man ja hier zum Beispiel jetzt sagen, okay, jetzt wissen wir Bescheid, dann gehen wir hier halt weiter nach unten. Kann man das hier so machen? Genau. Sehr gut. Das sollte funktionieren, denke ich mir.
ist so ein Wassermonster. Eieiei. Okay. Genau, kurz Fackeln. Ja, haben wir sogar noch ein paar. Ja, über mal inzwischen so einen kleinen Raum, das finde ich gar nicht so verkehrt. Und damit wir uns nicht gleich wehtun, wenn wir aufstehen, machen wir es halt noch drei hoch, genau. Sehr schön, dann. Oh, ist sogar schon so dunkel. Sehr gut, dann haben wir die auch gleich übersprungen, die Nacht. Dann kann auch wirklich gar nichts passieren. Ne? Wundermärchenhaft. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal, dass wir hier entsprechend endlich auf die andere Insel kommen. Also bis dahin, euer Mr. Zocker.